Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Borderlands 2. Ja, wir spielen heute das DLC Commander Lilith and the Fight for Sanctuary und ich bin schon sehr gespannt. Ja, gut, alles Klärchen. Dann würde ich sagen, moin moin Philipp. Moin Moin. Und ja, Marco ist leider immer noch nicht da. Nochmal schöne Grüße raus an Marco. Und ja, ich würde sagen, dann metzeln wir heute mal ein bisschen was nieder, wa? Genau. Super. Und dann hier durch die Tür, denke ich mal, Genau. haben Ja, die ja, jetzt hier ja. haben wir so ein. Okay. Okay, gut. Hallo, lange nicht gesehen, oder? Du hast dich sicher gefragt, was aus unseren Kammerjägern geworden ist. Ich erzähle es dir. Nach Handsome-Jacks Tod und dem Sturz von Hyperion herrschte Frieden auf Pandora, soweit das geht. Da ihre Mission erfüllt war, richteten die Crimson Raiders ihre Augen auf die Sterne. Du erinnerst dich an den Kammerschlüssel, oder? Diese Karte mit den schwebenden Hologrammen? Die Kammerjäger glaubten, dass sie damit zu Kammern in der Galaxis kämen. Nur vergisst man beim Blick nach vorne oft auf das zu achten, was hinter einem ist. Ich verstehe nicht, warum wir noch auf Pandora sind. Wir sind den Kammern keinen Schritt näher gekommen. Diese Karte ist die größte wissenschaftliche Entdeckung der Menschheit. Und Mordecai nutzt sie als Untersetzer. Na und? Wir wissen immer noch nicht, um welche Planeten es geht. Ich fliege nur ungern, Lad. Sanctuary wird nur durch Klebeband zusammengehalten. Schafft's kaum in der Luft zu bleiben und sicher nicht den Planeten zu verlassen. Wir müssen etwas tun. Die wollen die Raiders auflösen. Viele meinen, Pandora braucht uns nicht mehr, seit Jack weg ist. Wir brauchen einen Anführer. Sie will den Job nicht mehr, Mann. Und kannst du es ihr verübeln? Wenn man sagt, was zu tun ist, werden manchmal Leute dabei verletzt. Keine Wahl zu treffen, ist auch eine Wahl. Also, wir haben keinen Plan. Kein funktionierendes Schiff. Und eine Limo-Dose auf dem Kammerschlüssel. Lil, wir brauchen eine Entscheidung. Was denkst du? Das sind nicht die Triebwerke, Lil. Hier ist Lilith. Sanctuary wird angegriffen. Alle Zivilisten sollen sofort die Stadt verlassen. Crimson Raiders, zu mir! Gut, alles Klärchen. Dann geht's ja direkt los. Jo. Dann nochmal herzlich willkommen zurück. Ja, dann legen wir mal los. Machen wir mal hier ein bisschen Kreuzfeuer, damit wir alles so gut wie möglich erwischen. Jo. Nee, super. Boah, hier auch noch ein. So, na komm schon. Ja, alles gut. Kriegen wir alle hin. So, der erste Schiff ist down. Super. Der zweite jetzt auch gleich. Zack, das war's. Oh, Mann. Oh, Moment, ich bin gleich da. Bin schon auf dem Weg. Dich kriegen wir wieder hin. Ah, ich bin aber auch gleich weg. Okay, Option. Oh, links, die richtigen Schweine. Toll, ich bin jetzt auch down. Mein Mist. Bin der gut an. Ja, der zeigt dir. Ja, bin dabei. Aber ich bin schon mit 38, ey. Ja, komm. Irgendeiner von uns muss das doch schaffen. Ja, du musst es schaffen, jetzt bin ich in den Down. Komm. Ach, still. Okay, klappen. Oh, super. Okay, das war wirklich sehr, sehr knapp. Ui. Wer kommt denn da an?
Sie wollen den Kammerschlüssel. Ach was. Es sind so viele von diesen Scheißkerlen. Hier ist Lilith. Alle Crimson Raiders zurück zur Basis. Sag mir einfach nur, was mein Ziel ist. Ellie ist toll. Oh, nee. Zeit, die Welt zu verändern. Wessen Limo ist das? Italiano stand. So, ich glaube, ich muss gleich mal, wenn ich hier eine Sekunde Zeit habe, ja, ich muss mal ganz kurz gucken in den Optionen, dass ich hier die Audio hochstelle. Na, mach ich mal ummachen, das klingt richtig. Sieht aus, als wären die Crimson Raiders jetzt in der Gegend verstreut. Das waren keine Banditen, die uns angegriffen haben. Das waren ausgebildete Soldaten. Und dieses Gas hat die Menschen in Monster verwandelt. Finde du ein Basislager. Ich suche die anderen. Wir versammeln die Gruppen und holen uns Sanctuary zurück. So, okay. Ich hoffe, so geht das jetzt. Weil der Dialog und alle, das war gerade ein bisschen sehr leise. So. Okay, gut. Ja. Lass mal kurz gucken. Wo waren das alles nochmal? Ich kenne mich ja überhaupt nicht mehr aus. Hier war das, ne? Ja. Ja, so einiges zu tun. Sieht sich auch noch Skillpunkt, Mensch. Skillpunkte, stimmt. Hab ich da noch. Nein, hab ich nicht. Okay. Gut. Philipp, du hast das ja schon 35 Mal durchgespielt, das DLC. Du kannst uns ja so ein bisschen führen. Hm. Ja. Ja, gut. Ja. Folgen Sie mir unauffällig? Ja, ich versuch's. Ich glaube, warte mal, ich muss doch nochmal ein bisschen leiser machen. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu laut gewesen. Okay. So. Ja doch, ich glaube, so geht das jetzt. So. Einmal gucken hier, dahinter. Ja, sofort. Erstmal alle Tier sammeln, was geht. Ah ja, ach schön. Oh, kann man. Ach doch, kann man die noch abschießen. Wollte schon sagen. Wo kommt denn da an die Donut? Hier ist Colonel Hector von der neuen Pandora. Wir sind jetzt auf dem Weg zu laufen. Ich habe was ich wollte. Sanctuary und der Kammerschlüssel gehören wieder mir. Hier, auf damit. Bist du denn? Ganz Pandora. Ja, dabei werden alle auf dem Planeten sterben, aber kein Garten kommt ohne etwas Stille aus. Tja, er ist ein Arschloch. Aber er hat recht. Roland hätte das nie zugelassen. Gut, gut. Oh Mann, ey, ich muss mich hier echt erstmal wieder dran gewöhnen. An die Steuerung. Boah, schön. Ja. Ich hoffe, es macht euch nicht
nichts aus, aber ich war so frei, einige Upgrades vorzunehmen. Im Klartext für euch. Deckung. Oh, schon darunter. Deckung. Ach hey, was seid ihr denn für Ekelviecher? Das ist ja ekelhaft. So. Ciao. Oh, sehr schön. Irgendwo ist doch... Ach, da unten! Da ist er! Ciao! Da brennt er! Und da ist immer noch einer! Ja, sehr schön! Wappen! Au! Hallo? War der Bär da? OPC-Lage? Fäustchen! Kratzikratz! Oh nein, du nicht auch! Du warst der härteste von allen! Tja, war. Ja, OPC-Lage. Ach, herrlich. Ich mag ja den Humor. Ist schon alles aus Baldurwart? Ja. Gut. Alte Briefkasten noch nicht. Ah. So. Was Interessantes drin? Nee. Ja, doch eine Granate. Granaten gehen immer. Lebt der immer noch? Drin. Ah, hier haben wir auch noch was. So. Ach, hör doch auf. Auf einmal kommt er hier aus euren Löchern gekrochen. So. Der Janusz macht. Ich sterbe hier nicht. Ja, ja, dich kriegen. Ach so, der ist ja schon tot. Na gut. Ach, hier hinten. Was ist das? Super. Blutrünstige Mordlust und ich liebe es. Wer du auch bist, mysteriöser Bandit, töte diese Pflanzenfreaks und ja. Sind wir dabei? Wie sieht es mit dem Blatt aus, ha? Immer noch am Wenden? Ja, verdammt. Schnetzle diese Pflanzenpenne in Stücke, mein geheimnisvoller Retter. Gute Arbeit! Na, wieder mehr. Na toll. So, kommt her. Ist auch weg. Aua. Hopp. Kommt schon. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht wie. Oh. Ja, okay, ist ein Psycho. Komm, 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 komm. Jetzt, alles klar, ab. Was? Was? Ach so, Granate. So, eine Runde Heilung.
Wie mein Glück. Jetzt kannst du nicht. Jetzt aber Julia. Oh. Gibt's eine Knarre, Level 38, kannst du nehmen. Halt Knarre Level 38, was haben wir denn da? Er hat euch weich gemacht. Ja, gut. Ich habe meine Leute aus dem Ruin geführt, ihnen etwas gegeben, woran sie glauben konnten. Deshalb folgen sie mir. Wir sind neu, Pandora. Wir sind die Männer, die sich Chrome buckelten für ein versprochenes Paradies. Yay. Aber man hat es uns gestohlen. Jetzt. Holen wir es uns zurück, angefangen mit eurem Schlüssel. Das ist schön. Jetzt steht das Paradies bevor. Und wenn ich das Leben aus jedem Einzelnen auf diesem Planeten herauswirken muss, um es zu erreichen, dann werde ich das tun. Ja, klingt ja vielversprechend. Ja, wenn ihm schon zeigen, wer hier was wirkt. Ja, aber. Guck mal hier, Medikit. Ich dachte, sie sagt's nochmal. Oh, Nachflug. Ja, kein Problem. Wo sind sie denn? Ach, da! Hier bestimmt irgendwie. So, das war er. Oh, Alter! Hat der eine Sprungkraft hier? Was ist denn da los? Also mal. So. Kürzen wir das Ganze mal ab. So, du bist. Ja, okay, du bist ja wieder geheilt, alle Dude. You Dude. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Mhm. Achso, du benutzt das mal genau. Gute Idee. Ja. Mal alles mitnehmen, was geht. Obwohl ich schon wieder hier anfange mit der Handfeuerwaffe durchzujumpen. Oh, Geld! Hier liegt Geld! Oh mein Gott! Oh was? Was? Wo kommt der denn her? Oh, hier. Oh, ciao. Okay. Komm. Okay. Na toll. Wenn ich auf zu schießen. Vielen Dank. Nee, mag ich nicht. Bin dabei. Jupp. Ab. Sehr schön. Oh. Ja. Jo. Ich glaube, der mag uns. Ist gut gemacht, ne? Ja. Wir sind ein paar Medikits. Oh, super. Das ist schön. Wo sind sie? Ah, schon weg. Gut. Das ist schon gut. Na gut. Denn eben nicht. Macht ja nichts. Ich brauche ja nichts. Genau. So. Da ist er. Mahlzeit. Langsam! Keine voreiligen Schüsse auf mich, okay? Ich heiße Vaughn. Ja, ich weiß, wir sollten sowas wie Todfeinde sein, aber ich weiß auch nicht,
Der Feind meines Pflanzenfeindes ist mein Freund, oder? Ja, genau so sieht es aus. So, als hätte dich Hector auch rausgeworfen, was? Tja, wir sollten unsere Kräfte vereinen. Ah ja, sollten wir? Willkommen in meinem Lager, dem Backburner! Ha? Hectors Pflanzenfreaks können jeden Moment zurück sein. Wir sichern besser das Lager, Kammerjäger. Na dann sichern wir mal ein bisschen. Backburners wurde zerstört. Ich rede von echtem Feuer. Wir müssen die Sicherheitsrelais zurücksetzen, damit die Firewall wieder brennt. Okay. Ich habe auch mal eine Kammer geöffnet. Hab mich vom Hyperion-Buchhalter zum Kammer. Typen und dann zum Banditenkriegslord hochgearbeitet. Lange, aber Geschichte. Erzähl ich dir mal irgendwann beim Gehen. Habt ihr eine gute Sniper gefunden? Level 38? Wollt ihr was mit sich? Ah ja, stimmt, jetzt gibt er hier diesen Communicator, wo wir den weiterhören. Mal gucken. Ja, die Jacobs, die ist gut, die nehme ich. Wir haben versucht, Hectors neue Pandora-Armee zu bekämpfen, aber wir hatten keine Chance gegen sie. Ich hätte meinen Plan wahrscheinlich mit mehr als nur Hyperion Laserpointern ausrüsten sollen. Laserpointern? Ich und die Überlebenden haben uns hier versammelt. Wir bereiteten uns darauf vor, Helios wieder einzunehmen, als Hector einen Gasangriff startete und alle außer mir in Pflanzenfreaks verwandelte. Hallo, spring drauf. Dieser Typ herum, als wäre er Megapräsident von Pandora. Ja, egal. Weißt du, Pandora ist wie Luft oder Fleisch oder Unterwäsche. Es sollte geteilt werden. Ich weiß ja nicht. Davon bin ich nicht so überzeugt. Ich auch nicht. In der Mitte teilen, nee, also. Nee, muss nicht. Das muss er nur nicht. So, dann müssen wir hin, hier rüber. Oder, ach hier. Nee, die Punkte auf der Karte oben. Benutzen. Genau. Dachte der führt hier hin, der Punkt. Ah, gut. Gut. Benutzt. Also, Manu? Ich will benutzen! Ich will benutzen! Also wenn ich hier hochkomme, heißt das so. Ja, genau, benutzt. Achtung! Schnauzepflanze! Die haben es ein bisschen zu deutlich so genommen, ne? Ein bisschen. Die Feuerwohnen. Naja, warum nicht? Meine Soine hier im PC haben, ich weiß nicht, das könnte heiß werden. Ja, der könnte ein bisschen warm laufen. Na komm, das Knöpfchen drücken. War der nicht? Achso, da oben war der. Boah, Alter. Yay, Knöpfchen drücken. Das kann ich. Was, wer bist du denn? Oh, die Rampe ist. Sehr schön. Blutpakt? Ich weiß nicht, mit dir? Ey, vorsichtig. Blutpakt! Naja, ich bin nicht so überzeugt von ihm. Ich auch nicht. Der ist ein bisschen merkgewürzig. Können wir auf jeden Fall alles nachrüsten. Okay. Schön, Tisch haben wir auch, wunderbar. Gut. Yay. Yay. Gut gemacht mit dem Lager. Yay. Das wird dann wohl unser Zuhause sein, während wir herausfinden, wie wir St. Jerry zurückholen können. Das ist mein Lager.
Ja, nur sag mal ruhig hier. Tritt zurück, wenn du keinen Banditen an dir kleben haben willst. Ganz ruhig. Wir können alles teilen. Hey, willst du mal meine Glücksunterwäsche anziehen? Ich bin ganz Ohr. Ja, Ohr. Ich teleportiere zurück nach Sanctuary und versuche Hector auszuschalten. Nein, bleib Vielleicht hier. Vielleicht kann ich die Sache noch in Ordnung bringen. Bleib. Manu, schon ist die Rotfuchsmieze wieder weg. Was ist da? Hä? Doch nicht. Wohl kaum. Ich komme nicht an ihn ran. Sanctuary ist mit Gas geflutet. Tennis, kannst du... Weiß auch nicht. Uns ein Gegenmittel mischen? Natürlich. Zuerst muss ich das Wesen dieser Mutationen verstehen. Ich brauche ein paar Pflanzengenitalien. Blüten. So werden sie auf eurem Bildungsstand genannt. Du hast es gehört. Legen wir los. Gut. Ein paar Pflanzengenitalien sammeln. So, und ihr tauscht eure Unterwäsche oder was ist los hier? Will ich gerade sehen. Nee, ich auch nicht. So. Vor allem, wie soll sie in seine Unterwäsche reinpassen? Na, nur einmal. Ja, ja, mit einem Bein wahrscheinlich. Okay. Ab geht's. Ja, schon cool gemacht. Hat das. So, du bist bereit? Jo. Na doch, ja. Treten wir in ein paar Pflanzenärsche. Ja, kein Problem. Und Genitalien. Ja. Das finde ich gut. Wo sind die Pflanzen? Ihr Feiglinge habt euch mit den Banditen von Helios zusammengetan. War klar, Feiglinge ziehen sich an. Sie gaben ihre Moonshot-Kanonen fast kampflos auf. Jetzt kann ich mein Paradiesgas überall dort aussteuern lassen, wo ich will. Das nennt man Strategie von Strategie zum Sieg. Ich bin mehr als bereit, den Kerl zu töten. Besorgt Tennis diese Probenkiller. Ich trommle die Raiders zusammen. Tennis, ja, machen wir. Ich konnte dich nach dem Angriff nicht finden. Bist du an einem sicheren Ort? Oh ja. Ich bin in einem meiner vielen Ja, wenn du in den Wolken drin bist, kriegst du eine Anzeige und wenn die voll ist, dann echt. Hab schon gesehen gerade. Wir diese Proben und wir haben nur unsere eigene Pflanzenmonsterarmee. Wir brauchen nur ein Gegenmittel. Meinetwegen. Ehrlich, manchmal seid ihr Leute echt langweilig. Gib Tennis die Probenkiller. Ich trommle weiter die Raiders zusammen. Ja, stimmt, stimmt. Ja, wir können ja wieder. Du meinst machen. Ja, genau. Oh, und dann. Und wir kriegen mehr ab als Aushalte. Ja. Oder? Ich weiß nicht. Jetzt könnte. Ja, so. Ja, also. Sehr schön. YouTube. Da war doch noch einer. Klar, ich hab's schon gesehen. Auf die 12. Und noch einer drauf. Ja, was ist denn hier los? Ja, wo ist er hin? Ja, voll. Sehr gut. Hui. Oh. Oh Gott, ja. Wir müssen, glaube ich, jetzt hier genau. Genau. Ali, hopp.